Wie hoch man die Kiste drehen kann. Und erster. Und zwar deutlich erster. Wer braucht schon Rennreifen? Serienreifen reichen völlig aus. Wobei man ja dazu sagen muss, Serienreifen auf so einem Ferrari F420 ist ein bisschen was anderes als Serienreifen auf beispielsweise dem Dodge, den wir hatten. Beim Dodge sind 0815 Goodyears wahrscheinlich drauf, weil wir die Amis dahin verbauen. Und hier werden schon nicht mehr so 0815 geile Pirellis als Serienreifen drauf sein. Ja, da ist schon ein Unterschied. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari sagt, oh, F430 serienmäßig, ja, pff. Ja, Kleberreifen. Oder was haben wir noch hier? Kumo? Ich habe keine Ahnung. Michelin. Weil die sind ja auch wieder gut. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Das sind bessere Reifen, als auf einem günstigeren Auto Serienreifen montiert werden. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Ich weiß gar nicht, was bei meinem serienmäßig... Also bei dem beim Camaro waren Goodyears drauf. Jetzt weiß ich aber nicht mehr welche, keine Ahnung. Also serienmäßig vom Werk aus. Und auf dem E46 weiß ich gar nicht. Das steht drin. Ich meine, das waren Michelin sogar. Oder Michelin. Bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Müsste ich nachgucken? Mache ich jetzt aber nicht. Ich meine, es wäre Michelin gewesen. Oder es waren drei unterschiedliche Marken zur Auswahl. Bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher. Irgendwas stand da in dem Fahrzeugbriefschein, wo immer drin. Auslieferungsgedöns. Suchst dir aus. Ich überlege gerade, ob ich den fünften Gang noch ein bisschen erhöhe, damit ich nicht kurz vorher nochmal den sechsten schalten muss. Oder ob ich das einfach alles so lasse. Übersetzung wäre das. Den fünften, entweder den fünften einen Ticken länger. Jetzt machen wir den fünften zwei Ticken länger. Vielleicht reicht das schon. Kann aber auch viel zu kurz sein. Also dass ich jetzt kurz nach oder auf Startziel auf den sechsten schalten muss, das weiß ich nicht. Das ist eigentlich so eine Sache, dafür ist das Training da. Muss ich zugeben. Aber wir wollen ja hier Zeit sparen. Deswegen machen wir es einfach im Rennen, ist doch egal. Natürlich das Ganze unter Flutlicht und natürlich das Ganze... Ich hätte mich auch nicht auf die 1 stellen dürfen. Da war jemand schneller. Macht nichts. Auf den Geraden ziehen wir die alle komplett ab. Wie schon damals mit dem Dodge. Ich liebe diese Strecke. Und wenn ich was verraten darf, ich habe diese Strecke früher gehasst. Ich mochte die überhaupt nicht. Also das Infield. Ich habe es gehasst. Mittlerweile liebe ich es. Meine Wagen hat nach unten gezogen. Okay. So, ich bin mal gespannt. Normalerweise... Und tschüss. So, gar kein Problem.
Und der fünfte Gang reicht. Geil. Hier auf der Strecke habe ich übrigens auch letztens mein erstes Multiplayer-Rennen außerhalb dieses Einführungsgedöns da gewonnen. Also die Einführungsdings da, die waren ja relativ easy, da habe ich mehrere Rennen gewonnen, aber dann in den ganz normalen Veranstaltungen, die es so gibt, eigentlich nie wieder. Bis auf hier in Daytona letztens. Auch wenn es knapp war. Aber gewonnen. Also eigentlich mit dem Kumpel die ganze Zeit gebettelt und die anderen waren meilenweit weg. Und weil ich dann wie jetzt hier wieder die höchste Topspeed hatte, habe ich gewonnen. Ich habe den hier halt auf der Geraden stehen lassen. Im Infield hatte ich überhaupt gar keine Schnitte. Auch mit dem Dodge übrigens. Mit derselben Config. Das war, das war ein wenig zu weit. Da wollte ich mal extrem spät bremsen. Aber interessant ist, in der ersten Runde habe ich den 5 Sekunden aufgebrummt. Und das war's, die halte ich jetzt. Aber die Runde wird gut. Die Le Mans-Schikane habe ich gut erwischt. Letzte Runde. Auf geht's. Das war sehr konservativ gebremst, egal. Eine halbe Sekunde verloren.
Wow. Die halbe Sekunde habe ich durch die Schikane schon wieder rausgeholt. Krass. Ich hab grad ins Armaturenbrett geguckt, da stand eine Uhrzeit, 21.36 Uhr. Ich war mir gerade echt nicht sicher, ob das jetzt die Ingame-Zeit sein soll oder die echte Zeit. 20.12 Uhr. Ist 20 Uhr 12, nicht 20 vor 12. Nicht ganz. Weil es gibt ja auch, ich weiß nicht, welche Spiele das waren. Es gibt Spiele, da ist die Uhrzeit die Systemzeit, also die richtige Uhrzeit. Naja, auf sowas achtet man halt, wenn man sonst vorne nichts mehr zu tun hat. 50-7 war meine beste Runde, allerdings war die nicht gewertet. Okay. Egal, war... Es war deutlich, es war deutlich. Und das ist auch richtig deutlich. Das könnte endlich mal wieder eine Goldmedaille werden. Jetzt bin ich mal auf die letzte Strecke gespannt. Spa! Boah! Ich lasse die Karre so, wie sie ist. Ich meine, wir haben jetzt hier zwar ein bisschen mehr Kurven, wir haben aber auch eine ultra lange Gerade. Reifenmischung kann ich eh nicht machen. Ne? Da müsste ich irgendwas anderes wieder rumbasteln. Ich lasse das mal sein, aber ich kann... 8000, oh Gott! Ich habe was anderes im Kopf gehabt. Tja... Hubraum, Hubraum, Hubraum. Was ist denn R nochmal? R war das hier, ne? Ja, R war das hier. 4,3 Liter. Und ich kann gehen bis... Oh. Wow, 4, wow. 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 Unbelievable. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ich nehme eine Frontstoßstange. Oh, das geht sogar. Ein bisschen Frontabtrieb machen. Kann ich die Motorhaube entfernen? Nee, die kann ich nur ein bisschen leichter machen. Heckflügel war ultra teuer, ne? Ja, den brauche ich nicht. Heckstoßstange? Ach! Ja, die berüchtigte... Der Abschlepphaken. Hülse, Öse, whatever. Habe ich ihn jetzt noch? Ich habe 400 Punkte. Passt. Was habe ich überhaupt gemacht? Differential habe ich eingebaut, genau. Gut. Auf nach Spa. Damit kann man doch arbeiten. 35,067, 3,7 Sekunden schneller als vorgegeben und aktuell eine Sekunde vom zweiten. Ja, kann man machen. Für eine Runde. Mal sehen, wie weit das noch nach hinten geht jetzt. Ja, die Animation ist sehr fantastisch. Ich möchte jetzt gerne weitermachen. Danke. 35,032. Die Dodge. Jetzt sind die... Warum sind jetzt die Dodge so dominant? 32. Die cheaten alle. Die cheaten alle. Ich sage euch, wie es ist. Die cheaten alle. 32,9. Jetzt sind die Dodge da. Die ganze Zeit Aston Martin vorne. Komplex, genau. Aston Martin Phalanx, keine Chance da vorbeizukommen. Und jetzt, jetzt können die Dodge mal zeigen, was sie können. So auf einmal. Die haben auch nur, die haben Sportreifen drauf. Interessant, interessant. Was habe ich hier nochmal? Ich habe gar keine Reifen, also Serienreifen. Ich fahre auf Felge. Dodge, jawohl. Die Dodge waren die langsamsten auf den Geraden bisher. Mal sehen, ob das immer noch so ist.
Alter, wie langsam sind die? Wir fahren ja in 1,32, wenn wir durch die Rouge durchschleichen. Boah, die sind jetzt hier im Infield richtig stark. Boah. Aber abhängen kann ich sie nicht. Oh, 3 Sekunden, okay. Ich weiß nicht, wie die auf 2,32 kommen. Das wäre echt ein Rätsel. Ich hätte ja fast gesagt, mit Windschatten hier auf der Kemmelgeraden, aber das sind keine 2 Sekunden. Oh. Letzte Runde. Oh. Oh. 33,3. Es ist nicht mehr ganz so weit weg von den 32,9. Da sind schon fast wieder 2 Zehntel.
Ich will nichts gesagt haben. Es könnte vielleicht doch realistisch sein. Ups. Aber da hatte ich ja eine richtig schlechte Zeit im Training. Die war 1,7 Sekunden langsamer. Da sind meine 2/10 übrigens wieder. Ich versuche gerade da irgendwie hinzukriegen. Ah, das war viel. Nein, nein, nein. Ah, da wollte ich jetzt zu viel. Ja, okay. Schade. Ich wollte es mit allen Mitteln hinkriegen, die 32 zu knacken. Ne, 33,3. Huch, schließen die 4 Touren. Ach so. Ach ja, ich habe mir da was abgeschlossen. Super gemacht. P1. 2,32,9, die cheaten voll. Das geht überhaupt nicht. Mhm, ja, ja. Habe ich zwar jetzt nicht geschafft, aber es wäre drin gewesen. Und sowas von dominant ist er geworden. Jawohl. Hat man auch schon lange nicht mehr. Aber mit dem falschen Auto. Ich hätte ja auch lieber den Dodge gehabt, aber naja. Was willst du machen? Ah! Das ist ein Belohnungsauto. Deswegen konnte ich das nicht kaufen. Verstehe. Jetzt Shakedown, Showdown, Rundown, Takedown. Wie heißt das? Irgendwas mit Down, irgendwas mit runter. Tänzelnde Power heißt Prancing Power. Aha. Tänzeln. Tänzelt der Ferrari über die Strecke oder was? Und natürlich findet dieser Shakedown, Showcase, so rum, nichts mit Down. findet der mit die der italienische Showcase findet natürlich mit einem italienischen Auto nicht in Italien statt. Selbstverständlich. Selbstverständlich. So, ich kann jetzt hier wieder fantastisch irgendwann mit den 300 Punkten anstellen. Habe sowieso keine Schnitte. Was machen wir denn da? Ich kann. Ja, der Witz war gut. Ich kann nämlich nichts machen. Ich kann, weil nichts freigeschaltet ist. Das ist halt doof so ein bisschen. Das wird sich bald ändern. Hier kann ich nichts machen. Ja, komm, hier. Ich habe nicht mehr die Schwungscheibe frei. Ach, komm, hier, bestätigt. Ändert sowieso nichts an der Tatsache, dass ich... Ne? Ihr wisst genau, worauf ich hinaus möchte. Bitte was? Ja, ich lasse das mal so. Das Spiel denkt sich schon was dabei. Ich lasse das jetzt so. Ah, ich kann die Bremse einstellen, Gott sei Dank. Wenigstens das geht. Dankeschön. Melodie wird übernommen? Wird? Moment. Was stand da? Konfiguration anwenden, ja. Alter.
habe mein Handy gerade nicht hier, sonst hätte ich jetzt nachgeguckt, was passiert, wenn man bei Google Translator Melodie wird übernommen eingibt und das ins Englische übersetzt. Erinnert mich dran. Nächstes Mal muss ich das machen. Ich hab's. Ist, keine Ahnung, wo das liegt. Irgendwo liegt das. Melodie wird übernommen? Stand das schon immer da? Habe ich noch nie gesehen. Ja, die Melodie wird übernommen. Die Melodie der des Motors, der Bremsen, der. Was? Naja, gut. Naja, gut. So, jetzt umstellen. Allrad. Schon lange nicht mehr gefahren. Das erste Mal, Das dass ich Vergnügen Lamborghini, der glaube ich, auch hier Signa fahre in dem Familia Spiel. ist eine der meisten. Ja, das Ziel habe ich erreicht. Aber natürlich meilenweit weg von der Konkurrenz, das ist klar. Diese Showcase, die sind einfach komplett rigged. Beenden. Ich fahre jetzt einfach um die goldene Ananas. Oder um die gelbe. Das Auto ist ja auch gelb. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Der Sinn dahinter, der entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Immer noch. Da wird sich auch nichts dran ändern. Großartiges Rennen! Suchen Sie eine größere Herausforderung, erhöhen Sie die Driver-Taschenbücher, dann werden Sie hinter. Was? Ich habe ein Training gefahren, ich war ganz hin. Blödes Drecksspiel. Eine 1,56,9. Da fahre ich. Nein, ich. Vorletzter. Vorletzter. Natürlich, gegen den Maserati MC12, na Viper, Carrera GT, Enzo, Chevy ZR1, natürlich. Und dann kommt so ein Murchelago Standard mit Allrad, der überhaupt gar keine Schnitte hat. Was? Kann mir mal jemand aufklären, was die Scheiße soll? Ich verstehe das nicht. Und ja, ich habe mich ja mit Absicht da vorne hingestellt, weil ich sowieso durchgereicht werde. Wenn ich hinten starte, dann, ja, dann gucke ich mir das Feld von hinten an. Wenn ich es, sofern ich es überhaupt noch sehen würde, dann. Nervt. Aber Allrad Power. Ja, tschüss. Kein Allrad Power. War ja ein fliegender Start. Okay. Oh, was macht der denn da? Der rutscht sehr stark. Okay.
Warum kann ich mich jetzt so relativ einfach hier halten? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Na ja, gut, halten ist jetzt vielleicht übertrieben. Letzte Runde. Aber wenn ich hinten geschadet wäre, wäre nichts geworden. Ich mache gleich mal ein Experiment nach dem Rennen. Da habe ich gerade Lust drauf. So, aufs Podium gefahren. Ja, ist jetzt okay. Freue ich mich mal nicht, weil... Keine Ahnung. Mein Qualifier hat gesagt, nö. Ja, P3 ist fantastisch. Ich kann das Rennen übrigens jetzt auch gar nicht neu starten, sehe ich gerade. Hier gibt es immer nur den Knopf fortsetzen, aber keinen Neustart. Nö, gibt's nicht. Dritter Platz. Auch hier nicht. Okay. So, Experiment. Möchten Sie Reward Showcase wiederholen? Aufzeichnung abbrechen. Wer saß da in der Übersetzungsabteilung? Aufzeichnung. Wie kann man Yes übersetzen mit
Aufzeichnung. Oder okay. What? Was heißt denn Aufzeichnung auf Englisch? Replay. Wenn du diese beiden Umschaltelpunkte auf dem Replay. Display Kann jeweils sein, dass die Amerikaner Standort zum Wiederholen auch wie. anfährst, kannst du deine Ja, ja, Restgeschwindigkeit der wiederholen und Zielgeraden abbrechen. erreichen. Und dann haben sie wiederholen. Replay. Und aus Replay haben sie dann, anstatt wiederholen, haben sie dann Aufzeichnungen gemacht. Aber welcher Praktikant saß da in der Übersetzungsabteilung? Das ist mir in dem Spiel schon sehr häufig aufgefallen, dass Übersetzung komplett daneben war. Also richtig komplett. Ich bin ja nicht der Beste in Englisch. Gebe ich zu. Ich habe, ne, verstehen, ja, geht so, sprechen, vergiss es. Aber das kriege ich auch noch hin. Und das ohne Google Translator. Wir haben jetzt Melodie, das verstehe ich immer noch nicht. Wir haben Aufzeichnung und es war noch irgendwas da am Anfang. Ich weiß aber nicht. Luftwiderstandsreifen. Wer sitzt da? So ein Riesenstudio und die kriegen es nicht geschissen, solche Sachen vernünftig zu übersetzen. Wenn es eine Sache wäre, hätte ich gesagt, kann passieren. Aber das sind schon drei richtig fette, grobe Schnitzer. Und das sag ich, der kein Englisch kann. So. Also kaum. Ein bisschen nur. Was wollte ich eigentlich jetzt machen? Ach ja. Alter. Fantastisch. So, Training überspringen. Das brauchen wir nicht. Ich muss ja mal so, ich mach mal so eine Liste mit Begriffen, mit falsch übersetzten Begriffen aus dem Spiel. Das könnte nur lustig werden. Könntest du so eine Tabu-Spielrunde mitmachen? Erkläre das Spiel Forza Motorsport ohne folgende Begriffe: Melodie, Aufzeichnung und Luftwiderstandsreifen. So. Jetzt starte ich mal von der Position, wo ich mich vorhin hätte qualifiziert habe oder qualifiziert hätte. Einfach mal gucken, was dann passiert. Ist ein Experiment. Für mich habe ich jetzt gerade Bock drauf, mache ich es einfach, ist egal. Mit weniger Blechkontakt auf jeden Fall.
Also, hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht bisher, die erste Runde. Von 22 auf 13 und das so ziemlich fair. Ich habe mich irgendwo jetzt vorbeigeboxt. Aber ich glaube, jetzt war es dann auch schon. Jetzt kriege ich eher schon wieder Druck von hinten, als dass ich nach vorne weiterkomme. Oh, das war nix. Ja, die sind jetzt dezent weit weg. Also das war's dann auch schon. Ich versuche jetzt mal überall ein bisschen später zu bremsen. Ich habe so das Gefühl, dass ich da zu konservativ noch an die Sache rangehe. Aber anscheinend doch nicht. Nee, das hat nicht funktioniert. Zwar 10 Plätze gut gemacht, aber keine Chance. Also der dritte Platz war ercheatet. Sagen wir es, wie es ist. Oder wie es war. Ja, auch von Rundzeiten, ja, guck mal, das sind 4 Sekunden schneller. Das ist natürlich. Ich wollte es nochmal ausprobieren, was möglich gewesen wäre, beziehungsweise was möglich ist. Nur 10 Plätze, okay. Ist jetzt nicht verkehrt. Bringen tut's mir nur nichts. Also um das zu gewinnen, musst du das Auto wirklich irgendwo anders außerhalb der Karriere vermutlich fahren, aufleveln und dann irgendwann, wenn es richtig geil ist, kannst du hier dann starten. Vorher brauchst du das gar nicht erst probieren. Vor allem gegen solche Autos mit so einem, was war das eigentlich, Gallardo, Murcielago, mit so einem Auto, SV, keine Ahnung, Murcielago glaube ich, ist ja auch egal, Murcielago, naja. Egal, ein Thema für später, irgendwann vielleicht.
Ich weiß nicht, ob man die Dinger auf 1 abschließen muss. Keine Ahnung. Aber nicht auf 1, nicht auf 1, nicht auf 1. Das ging auf einmal. Gut, hier hat's aber auch die schlimmsten Autos, die du dir nur vorstellen kannst. So, was machen wir denn? Oh, endet in 2 Tagen. Was haben wir denn da? Wie endet in 2 Tagen? Das habe ich durch. Warum endet das in 2 Tagen? Gehört das nicht zur Karriere dazu? Das haben wir komplett abgeschlossen. Ach ja, stimmt. Was ist denn? Das ist durch. Das war genau das. Hier ist noch gar nichts gemacht worden. Und hier fehlt. Ach nee, das war das. Und hier ist auch noch gar nichts. Das heißt, wir haben noch 2 Serien. Die Karriere ist verdammt kurz. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja gut, bis auf dass wir hier nochmal ein paar Mal wiederholen werden, weil ich will schon die 1 hinkriegen. Ja gut, ich drück dann mal auf was drücke ich denn jetzt? Blumentopferde und sag tschüss.